So, jetzt haben wir auch Ton. Mensch. Also, einen herzlichen und wunderschönen guten Abend, liebe Leute, zu einem weiteren Streamchen. Heute, nachdem wir Xenoblade abgeschlossen haben, mit Metroid 1. Das ist schon ein paar Jährchen alt. 1986 für den NES rausgekommen, als NES-Klassik für den Game Advance wieder aufgelegt. Und genau das spielen wir heute. Gerade mal gucken, ich habe da eine neue Szene für gemacht. Mal schauen, ob gerade alles okay ist, aber ich denke schon. Ton habt ihr noch nicht, der kommt aber gleich. Achso, das könnte man vielleicht nochmal gerade nachgucken. Jawohl, das passte noch nicht. Alles klar, es geht los. Es geht los. Wir starten mit Metroid 1. Ich habe mich da nur im Groben mal umgeguckt. Die Musik ist sehr ikonisch, die kennt man noch. Aber wir starten das Ganze nochmal kurz neu. Moment. So fing es denn an damals. So, ich mache meine Fratze mal so ein bisschen kleiner hier. So. So kann man das lassen. Glaube ich. Ja, so ist das in Ordnung. Alles klar. Notfallauftrag. Bekämpfen die Metroids auf dem Planeten Zebet und zerstören sie Mother Brain, die Anführerin der Raumschiff-Piraten. Jo. Auftrag der Galaktischen Föderation. So, Push Start. Wir pushen Start. Wir haben noch keinen Spielstand, deswegen Start. Das Einzige, was ich jetzt weiß, ist, dass es den Morphball auf der linken Seite gibt. Den werde ich mir gleich holen. Ansonsten werden wir sehr häufig verrecken. Am Anfang erstmal gucken, dass wir Energie zusammenkriegen. Ich hoffe mal, das ist laut genug. Ansonsten. So. Kann vielleicht auch noch ein bisschen lauter machen. Moment. Ne, ist schon am Maximum. Alles klar. Echt, lauter geht das nicht? Wahnsinn. Gut. Boah. Alles klar. Boah. Geh weg, du Garstiges. Ich muss immer vergessen. Ich vergesse mal wieder ins Spiel rein zu klicken. So, hier haben wir jetzt aber nichts, ne? Nee. So, das Einzige, was ich noch nicht gewohnt bin, was ich, den Luxus, den ich aus den letzten Metroid-Teilen habe, ist, dass ich diagonal schießen kann. Das fehlt uns hier irgendwie. Das fehlt vor allem mir. Weil ich sonst immer blindlings in die Gegner reinlaufen werde. Aber mal gucken, wie gut wir hier zurechtkommen. Ich bin, was NES-Klassiker angeht, ein totaler Noob, was auch damit zusammenhängt, dass sie echt verdammt schwierig sind im Gegensatz zu heutigen Spielen. Aber muss ich mich ein bisschen reinfinden. Mal eben gucken, bis er hier vorbeikommt. So. Nach unten schießen können wir, glaube ich, nicht. Wir können nur pausieren, okay. Damit runter komme ich halt runter. So, jetzt muss ich gerade mal ein bisschen abpassen, bis die da weg sind. So. Keine Energie für mich. Ah. Na komm. Steig hoch. Ah, nee, 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 naja. Sind wir noch mit Plus rausgegangen. Ah, sehr gut. So, den können wir da oben getrost ignorieren. Der wird uns nicht gefährlich.
So, ich bin die letzten Male, als ich das mal angespielt hatte, um zu gucken, ob die Technik funktioniert, immer hochgegangen. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal runter. Hier unten ist nichts. Alles klar, dann müssen wir doch nach oben. Ich bin enttäuscht. Ups. Oh, oh Gott. Ich nehme das mal mit. In chronischer Ermangelung von Energie gönnen wir uns das mal. Das Ding ist jetzt natürlich, Metroid 1 hatte damals einfach keine Karte. Die Leute haben sich die Karten immer schön selber gemacht. Darauf kann ich jetzt nicht zurückgreifen und vor allem während des Streams auch nicht machen. Bedeutet, wenn ich jetzt zwischendurch mal überhaupt nicht weiter weiß, dann werde ich nicht umhin kommen, vielleicht doch mal auf eine Karte zu gucken, alleine um mich orientieren zu können. Aua. So, was ich jetzt natürlich nicht weiß, ob es hier damals auch schon diese Speicherstationen gab. Ich hoffe einfach mal ja. Böse Zungen würden jetzt behaupten, ich hätte mich nicht mit dem Spiel vorher auseinandergesetzt. Das ist richtig. Das ist leider richtig. Ich habe nur einfach gedacht, komm, spielst du mal ein bisschen was Retro-mäßiges. Nachdem wir bei Xenoblade die letzten paar Streams und überhaupt quasi immer Kino hatten. So, ich gehe jetzt einfach mal doch hier rein. Mal gucken, was hier so gibt. Ah ja, Viecher. Gut. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Und Grafikfehler. Scheiße. Ich will nur deine Energie, mehr will ich gar nicht. Oha. Wo sind wir hier? So, das Lustige ist, dass bei diesem Emulator, dass ich auch solche Rapid-Fire-Knöpfe habe. Das ist zwar witzig, würde ich aber versuchen zu vermeiden, wenn es stört. Aber ich laufe lieber in die Gegner rein, versuche sie mit meiner Anwesenheit dem Tode zuzuführen. Oh, no. Erstmal einigeln. Und hier kann man schön Energie farmen. Das ist gut. Schmerz. Ja, ich komme hierher zum Energiefarmen. Ich lasse mir dann voll auf den Sack gehen. Boah. Ach man, ich versuche mal ein bisschen mehr Energie rauszuholen. Das funktioniert aber selten gut. Mal hier ganz ein bisschen runter. So. Ich bin hier gerne in solchen Sachen, solchen alten Jump'n'Runs, sehr gerne vorsichtig unterwegs. Das ist ein sehr hartes Pflaster und die Hölle ist nah.
muss weg. Oh, gut, Bruder. Okay, wir gehen mal weiter. Los, weg. Tschüss. So. Plötzlich andere Musik. Okay. Gehen wir mal runter. Die bekannten Metroid-Aufzüge. Das Gefühl, wir sollten nicht hier sein. Ich werde gleich nochmal nach oben gehen. Speicherraum? Nope. Ich gehe nochmal auf der anderen Seite gucken. Vielleicht ist da ein Speicherraum. Wenn es das hier gibt. Wie gesagt, null auseinandergesetzt damit. Das sieht ja noch ungemütlicher aus. Gehen wir mal nach rechts. Vielleicht ist da ja was. Aber diagonal schießen, das wäre echt Luxus, aber ist hier nicht drin. Oh, was? Na, es ist krank. Scheiße heiß. Oh ja, vertrauenserwecken. Alles klar, danke. Die Knuffi, da war die noch ab. Oh Gott. Scheiße. Oh ja, ungesund. Scheiße. Hab ich verstanden. Gehen wir hier nicht lang. Okay. Dann gehe ich von hier aus mal weiter nach oben. Vielleicht haben wir davon ja irgendwas. Also, gehen wir von den unten, von dem unten nach oben. Busch. Heißt, wir müssten jetzt noch einmal zurück. Brauch keine Rakete, ich brauch Energie. Ja, genau sowas. Okay, das lohnt nicht. Aua. Ich hab doch kein Fußball. Hör mal. Nee. Aua. Aber
Aber ich starte wenigstens wieder hier oben. Okay. Das ist okay. Jetzt habe ich Raketen. Ja, toll. Halt! Wir können einfach mal ein bisschen im Startgebiet bleiben und da ein bisschen farmen. Na, noch ein bisschen weiter. So ein Ballsprung, also Morph-Ballsprung, würde mir tatsächlich schon helfen. Aber ist, glaube ich, noch nicht drin. Das heißt, wir gehen jetzt von der Mitte aus einfach mal noch komplett nach oben. Huch! Ach, beschleunigen kann ich auch noch. Cool. Ich kann sogar zurückspulen. Was ist das denn? Der Emulator kann alles. Dass er auch genau darunter herpasst. Wow! So. Ganz entspannt. So, ich guck mal, ob ich noch weiter nach oben komme. Wenn ja, dann gehen wir da mal hin. Wenn nicht, dann nicht. Schön, dass ich mal 5 Raketen kriege. Ich kann damit gar nichts anfangen gerade. Aua. Ich möchte lieber Energie. Aua. Böse Flüche. Na. So. Ach. Kurze. So, was habe ich davon jetzt noch höher zu gehen? Ist hier noch was? Ach, aber da ist ja tatsächlich noch was. Wo geht's denn hier lang? Klingt so semi. Ist da irgendwas weggelaufen vorhin? Bzzz. Hm. Okay. Das ist ein Fall für Raketen.
Oh, tatsächlich. Oh. Was haben wir denn da? Was ist das? Was kann das? Was ist das? Macht das? Hallo? Ah. Okay, ich weiß nur nicht, was das... Piepsig und bunt. Jaha, einen wunderschönen guten Abend, Petri. Mensch, ich habe hier ein Spiel gefunden, was dir vielleicht gefällt, ne? Aber kennst du natürlich schon. Ich habe überhaupt keinen Plan, was ich jetzt gerade gefunden habe. Das heißt, ich bin über alle Maßen verwirrt. Aber geht's hier nicht irgendwie weiter? War das denn? Was habe ich da gerade gefunden? Ja. Ja, gut. Wir werden es rausfinden. Vielleicht war es auch einfach nur irgendwas für mehr Damage. Oder auch nicht. Durch ein gewisses Remake. Ja gut, ich spiele jetzt auch gerade nur das NES Classics vom Game Boy Advance. Also es ist nicht das Original NES, es ist schon noch etwas... Obwohl, wo haben sie das 1:1 übersetzt? Weiß ich gar nicht. Kann auch sein. So, jetzt so ein neuer Energietank wäre natürlich mega nice. Doppelt springen kann ich auch nicht. Was haben wir da gerade gekriegt? Ich bin überfragt. Eine weitere Tür. Machen wir einfach nur mit mehr Schaden. Boah. Boah, es gibt euch. What is this? I have no idea. Hey.
Huhu, Gottbread, einen schönen guten Abend. Boah, oh Gott. Ich bin überfordert. Die sollen aufhören. Vor allem, da ich augenscheinlich auch hier nach unten schießen kann. Das macht die Sache ein bisschen ungewöhnlich. Der Typ in dem Helm heißt Metroid. So wird es sein. Genau so wird es sein. Das ist das einzig Logische. So, gehen wir jetzt noch weiter nach oben. Jetzt mal spontan sagen, ja, da wir keinen anderen Weg haben. Oh! Ende vom Flur. Gut. Dann gehen wir wieder runter. Autsch. Autsch. Meine schöne gesammelte Energie. Voll fies. Oh, ich habe keine Ahnung, wofür das Ding ist, was wir gerade gekriegt haben. Kann man das nachgucken? Weil ich wollte eh sagen, ich mache mir mal so eine Karte auf. Allein um zu wissen, wo ich gerade lang eiere. Und gleichzeitig schalte ich mal um auf. Machen wir so. Paganist, Metroid, einen schönen guten Abend. Eine Cheater-Karte. Ja, so wie man sie früher, damals, in alten Zeichen, als es, in alten Zeiten, als es noch keine Elektrizität gab, selber gezeichnet hat. Metroid 1 Map. Ich wüsste nur gern, was ich da gefunden habe. Was ist das? Ach je, das da. So, wo war denn mein Startpunkt? Da. Was ist das? Der Longbeam. Ach, ich kann jetzt weiter schießen. Ach so. Ach so. Okay, gut zu wissen. Ja, immerhin. Oh, das ist. Also, oh, scheiße. Oh, Mann, ey, Kacke. Wo landen wir jetzt? So, ich wollte jetzt eigentlich nicht nochmal runterfahren, deswegen gucke ich mich lieber hier oben noch ein bisschen um. Aua. Schmerz, Pein, Agonie. Ich lebe schon mal länger als beim ersten Versuch. Das ist schon mal viel wert. Oh, noch nicht wieder runterfallen. Gute Frau. So, ich geh zwar weiter nach. Oh, das ist. Thank you.
Ich leider auch. Ich bin leider auch katastrophal kacke drin. Zumal die Sachen halt damals echt noch bockschwer waren, ne? Das ist nicht so eine weichglutsche Scheiße wie heute. Da musst du dich noch anstrengen. Halt. Da gehen wir mit. Oh Gott, wann kommen wir denn mal an? So, ich decke jetzt einfach mal. Früher war alles besser, ja. Damals. Die Milch zum Beispiel, die war gestern noch gut. Halt. Als wir noch mit Kerzenlicht fernsehen mussten. Ja. Oh, okay, komme ich noch nicht rüber. Gut. Dann nicht. Wo, was ist das denn? Aua. Geh weg. Aua. Hör doch auf. Da das Triforce noch vier Teile. Ja. Huch. Ja, spring erstmal in Lava, ist gut für die Haut. Scheiße, was meint denn hier? Na, nur Schrott. Nur Schrott. Schund. Toll. Das ist jetzt nicht so gut. Ich fahr mal Energie. Bestes Spiel ever. Na komm, einer noch. Jawohl. Das soll man eben gerade lesen. Quattro Force, ja. Gut, dann nehmen wir wohl doch den nächsten Gang. Da wir da anscheinend nicht weiterkommen. Oh. Nehmen wir. Ich gehe einfach mal durch. Aua. Das ist echt nicht nett, was die hier machen. Alter! Jetzt komm, lass mich hier hoch jetzt. Das ist ja. Kannst du keinem erzählen. Gibt's hier noch irgendwas? Ich habe das Gefühl, diese Gänge müssten immer irgendeine Funktion haben, haben sie aber nicht. Dann nicht. Dann nicht. Boah, komm. Minu. Oh, Minu. Ach, danke. Das ist jetzt sehr schlecht, was hier da passiert. Kommst du jetzt mal um den Bildschirmrand rum? Dankeschön. Boah, bin ich ein Trottel, ey. Oh nö, nicht die schon wieder. Mann. Guck mal die Rückfahrkamera.
Low HP piepsen, Noob Alert. Ja. Ja. So ist das hier. Denn hier ist Sterben noch authentisch. Nee, ich bin einfach nur inkompetent. Gut, also nochmal. Immerhin wissen wir jetzt schon mal, wo wir lang wollen. Das ist doch schon mal was wert. Also wir wissen, wo wir lang wollen. Ich habe keine Ahnung, wo wir lang müssen. Um das mal festzuhalten, das ist ein Unterschied. Am Energie nehmen wir immer mit. Ich habe das Gefühl, wir müssten hier runter. Aber ich kann halt nicht nach unten schießen. Das ist... Warum kann die Frau nicht nach unten schießen? Die Richtung hat nicht. Gut, dass du da oben platzt. Ja, es gab damals keinen runter. Man hat nur nach vorn gesehen oder nach oben gestrebt. Runter wollte keiner. Runter war immer schlecht. Deswegen wurde runter nicht mit reingenommen. Ach Gott, wo muss man jetzt lang? Erste Gang oben, was, ne? Hallo. Ja gut. Waren wir hier richtig? Ich glaube ja. Ich bin an einem Punkt angelangt, wo ich bei den Fickern hier... Mann, ich weiß genau, wenn ich hier rüberspringe. Ach, ganz nasse Kitzel. Dann kommen die wieder vorbei. So. Oh Mann, jetzt schubst du mich doch nicht wieder da rein. Ja, tatsächlich. Für die ganz Ungeduldigen. Ich kann sogar das Spiel vorspulen, wenn ich wollte. Ah, toll, danke. Tschüss. Nein! Genau, schubst mich rüber. Ist okay. Die nehmen mir auf den Nerven, ey. Hau ab! Ja, oh, jetzt guck mal. Alter, ich häng fest. Mann, mach doch nicht sowas.
Das kann ich nicht haben. Tschüss. So, wo komme ich jetzt hin? Ja, klar. Bin ich hier irgendwo noch nicht lang gegangen? Da gestartet. Das ist nur eine Verbindung. Da könnte man noch einen Energietank kriegen. Das wäre noch ganz spannend. Brinstar. Ja. Ich weiß nicht mal, ob ich hier die richtige Map habe. Wir probieren es jetzt einfach mal auf einem anderen Weg. Autsch. Wir werden heute nicht übers... Ich glaube, wir kommen heute nicht übers Startgebiet hinaus. Weil ich es unglaublich... Ja, und die Lava sieht aus wie Käsesuppe. Das ist richtig. Oh, Käsesuppe. Lecker. Hauptsache immer Raketen in den Rachen geschoben ist. Das ist okay. So. Keine Zeit für den Scheiß-Modus. Samus Käse funken. Oh, nö. Geh halt weg. Den Stock. Bringe den Stock. Das muss ich gerade mal gucken. Ich bin jetzt... Bin ich überhaupt richtig? Da bin ich lang. Da gibt es irgendwo einen Energietank, gut zu wissen. Gut, ich bin halt da. Ein rüber. Da habe ich das Ding gekriegt. Ganz oben links wäre noch was zum Speichern. Exit. Mother Brain. Ah, okay, da kommt man später hin. Okay. Zwei Räume vorher müssen noch ein Energietank sein. Da möchte ich jetzt mal gucken. Springen! Dip! So in etwa. Hallo. So, hier soll angeblich noch irgendwo ein Energietank sein. Ja! Ich wollte sagen, fang halt so eine Scheiße nochmal an. Kann man das denn kaputt machen, wo auch immer es ist? Man muss ja echt eine Rakete draufballern. Könne mir ein Müsli. Mach das. Da nicht. Da auch nicht. Nö. Okay.
Ach, jetzt. Kann ich den einfach so ein paar Mal spawnen lassen und so ein bisschen Energie ziehen? Halt! So. Der Kotzen-Nutzen-Faktor. Da vielleicht was? Nö. Hm. Was ich gerade auch echt mühsam finde, ist, dass man so kniehohe Gegner einfach nicht kaputt kriegt, wenn man nicht rankommt. Aber laut Map ist hier ein Energiecontainer. Ich weiß halt noch nicht wo. Im zweiten Teil des Raums. Also irgendwo. Gut. Irgendwo hier in der Theorie. Danke. Ja, hilft nix. Farme ich jetzt noch ein bisschen Leben und Raketen, hoffentlich. Vorwiegend Raketen, wie es aussieht. Aber wenn er 20 Punkte gibt, dann nehme ich den mit. Wenn ich dafür meinen Cheat Key benutze. So, haben wir noch irgendwas, was wir noch nicht? Nö. Nö. Keine Ahnung. Gibt's noch irgendwo eine andere Map? Warte mal. Ach Gottchen. Ach du Scheiße. Oh. Ach, da soll der sein. Mann. Das ist aber ein bisschen unübersichtlich. Also, sorry, aber da war ich jetzt auf dem komplett falschen Dampfer. Ich komme wahrscheinlich trotzdem nicht dran, weil das viel zu hoch ist. Weil ich viel zu dumm dafür bin. Da, das, was da so verdächtig aussieht. Aber da komme ich halt legit nicht dran. Natürlich keine Raketen mehr. Den Stock! Bringe den Stock! Also, Gegner auf Kniehöhe sind legit gefährlicher als alles, was hier rumfliegt. Eigentlich ein paar Raketen haben. Mist. Raketen! Please! Yeah.
So ein Dreck. Hatte was falsch eingestellt. Gib mir doch jetzt endlich eine Rakete. Was ist denn hier los? Muss ich erst bei Raketenshop 24 anrufen oder was? Schon Fortschritt gemacht? Na. Mein Aggressometer schlägt langsam aus. Ich will nur eine Rakete haben. Ich will zumindest einmal aufdecken, was ich noch nicht haben kann. So ein Hohn. Nein. Immer noch nix. Wie sieht's denn hier aus? Gibt es hier noch welche? Ja, vorspulen kann ich damit auch. Hier, so. Ist zwar witzig, hilft mir aber nicht. Macht höchstens mehr Probleme. Na, dann warte ich gerade mal. Ha, dankeschön. Man muss nur einmal rausgehen und wiederkommen. Dann kriegt man alles, was man will. So, angeblich ist hier nix. Okay. Hä? Ah, komm jetzt halt nur nicht dran. Macht die ganze Sache jetzt gerade ein bisschen schade, aber immerhin wissen wir schon mal, wo er ist. So, wo können wir jetzt als nächstes lang? Hier hoch hat uns nicht so viel gebracht. Also hier hoch und nächste rein. Das hat nicht so... Schau mal, was haben wir hier noch offen? Da müssen wir halt mal durchkommen. Dann wäre das eine Option. Probieren wir mal. Probieren wir mal. So, ups. Scheiße, den habe ich übersehen. Ups. Aber immerhin.
So, also Plan ist jetzt hier rein. Dann wieder nach ganz oben. Da nach rechts. Und dann gucken, ob wir da irgendwie weiterkommen. Halt. Hm. Waren wir hier schon mal? Ich habe keine Ahnung. Ich bin so desorientiert hier. Das war ich bei Metroid aber schon immer. Oh, Navi. Die gibt's aber nur in Zelda. So. Einmal hier rein. Hier ist schön grün. Hier ist angenehm. Bis auf die Viecher. Boah, ganz. Ey. So, kann ich den hier einfach mal irgendwie weg. Nee, das ist mir zu schade. Aua! Ach nee, jetzt bin ich ja wieder hier. Och nö! Scheiße. Das hilft mir auch nicht, wenn ich. Nee. Mist! Verschwinde! Energie aus lokalem Anbau. So. Was hätten wir denn noch? Das ist. Da kommen wir nicht weiter, weil da ist zu. Ich kann halt höchstens doch nach unten gehen, aber. Gut, was anderes bleibt uns wohl nicht übrig. Ups. Autsch. Tschüss. Schmerz. Nochmal zur Käsesuppe zurück. So. Was mich nervt, für kurzerhand mit der Rakete umgebracht. So. So regeln wir das im Westen. So, hier komme ich noch garantiert auch irgendwo nicht weiter. Kann das sein? Ach du Scheiße. Ups. Uff. Out of ammo. Das ist jetzt Treffenvorrat. Ey. 9 von 10 Fällen. Klappt das ausgebrochen gut. Halt. Ach, einmal dippen. Nochmal dippen. Brauchst du einen Chat-Command, der Hashtag dip.
Meine neuen Erzfeinde in dem Spiel hier. Diese komischen. Ich weiß nicht mal, was das für Viecher sind. Hier eigentlich. Ja, Mist. Oh. Nimm ich. Meiner. Auf Zebes. Hey. Oh, erstmal gehe ich wieder. Hey, hallo. Ich schenke. Macht den Tank direkt leer. Ist okay. Kostet nichts. Energie aus lokalem Anbau ist teuer. Das kostet Zeit und Energie. Ja, hat sich gelohnt. Gut. So. Wo sind wir jetzt? Gehen wir hoch oder gehen wir runter? Speicherpunkt wäre cool. Ich arbeite mal mit Safe States. Safe State. So. Kann ich jetzt weitermachen? Where am I? What is this? Hallo? Hallo? Dann packt er die ganz dreisten Safe State Schummeln. Und wenn ich vorher einen anderen Speicherpunkt finde, nehme ich den, aber ich bin gerade ein bisschen. Ist nicht drin. Ich bin auch kein Freund von. Ich mache nur Spaß. Ja. Wenn es euch so sehr stört, dann kann ich das natürlich auch. War ich hier nicht schon mal? Was hab ich? Ach, jetzt für mir. Oh, jetzt für mir hier drei Raketen. Och, Leute. Das ist doch nicht euer Ernst. Zwei Raketen für mich. Ja, Spiele damals sollten keinen Spaß machen, die sollten fordern. Ach, dankeschön. Nicht ultra casual YOLO Swag. Oh, ich spiele die Spiele nur, damit jeder sehen kann, wie gar nicht performe. So, gibt's hier irgendwas Cooles? Was ist das? Powerbomb? Ja! Ja! Komm ich nur hier nirgendwo mit hin. Na gut.
Hashtag Didu. Oh, das hilft mir bei denen aber nicht. Stirb! Stirb! Okay. Oh toll. Was passiert hier? Halt. Das hab ich mir anders vorgestellt. Oho. Meins. Sind da schon 16-Bit? Weiß ich gar nicht. Das NES? Müssten 8 sein, ja. Waren, glaube ich, erst beim SNES? Oder waren es da schon 32? Wie viele könnten es bei Nintendo 64 gewesen sein? Als guten Kunden kriegst du sogar 18 Bit. Yeah. Stirb. Ich bedanke mich immer bei Gegnern, wenn sie sterben. Macht die gute Erziehung. Halt! Wofür stand das? Wofür stand das 64 in Nintendo 64? Das ist jetzt eine gute Frage. Boah! Stimmt, das wäre jetzt auch zu... Oh Gott. Einfach gewesen. Boah. Aber heißt man mal. Okay, Bombenjump geht hier noch nicht. Schade. Für Gegner reicht's. Halt. Mein Energieding würde ich ja noch mitnehmen. Komm her. Dankeschön. Doch wegen der Bitrate. Ah. War ich hier schon? Ah, erstmal dippen. Dippen ist wichtig. Hier waren wir tatsächlich schon. Okay. Oh. Jetzt sind hier die Technikexperten am Unterhalten und ich komme nicht mit. Kann man hierher? Ach, je. Und hier hat mir das Ding gefunden. Nintendo bewarb das Gerät als schnellstes Videospielsystem. Besonders die hervorgehoben wurde dabei die 64-Bit-Technologie. Die Konkurrenzprodukte Sony, PlayStation und Sega Saturn arbeiteten nur mit 32-Bit. Die Vorteile der 64-Bit-Technologie waren jedoch eher als marginal einzustufen, wobei dabei der Vorteil bei arithmetischen Berechnungen nennenswert ist. Ah, okay. Ja, okay. Okay, cool. So, also hier hat man gerade das Ding gefunden. Weiter nach oben kamen wir auch nicht, also müssten wir zwangsweise zurück.
Aber ich weiß auch schon, wo man weitermachen könnte. Darauf erstmal ein durchsichtiges Bier. Das ist geil, ey. Ich finde das super. Also, das ist wundervoll. Das muss Wodka sein. Ein grünes Getränk und ein blaues T-Shirt, ja. Es ist ja auch nicht einfach nur ein blaues T-Shirt. Das muss ich jetzt mal sagen. Das ist ja ein Metroid-T-Shirt. Ne? Ne? So. Muss mir ja so ein bisschen hier... Können wir noch weiter runtergehen? Nö. Okay, gehen wir mal zurück. 0% Farbe. Halt! Nicht da reinspringen. Der blaue Typ stellt gerade die komischen Fragen. Putz. Aber wenn du grüne Augen hast, dann wirst du immer was Besonderes bleiben. Oh Gott. Oh Gott. Uah. Dip. So, jetzt habe ich eben großtönig gesagt, ich wüsste jetzt, wo wir weitermachen können. Dip. Ich hasse es, wenn man nicht an die Energiedinger drankommt. Tipp halt noch ein paar Mal. Tschüss, Bruder, tschüss. Immer hier, immer am Anfang. Erstmal dippen. Gucken, ob das Wasser warm genug ist. Oh. Life-Size, oh Gott. Sei froh, dass er nicht isst, wenn er schon Life-Size ist. Oh Gott. So, ich würde jetzt einfach gerne mal oben weiterlaufen können. Halt! Was macht die Frau denn da? So, lass mich hier hoch jetzt. Dankeschön. So, ich hoffe mal, das war jetzt auch hier, sonst ist gleich doof.
Okay, hier ist nichts weiter. Dann gehen wir mal hier durch. Ah ja. Ach, Drecksvieh. Jetzt kann ich erstmal wieder Energie farmen. Das ist doch nett. Und Raketen. Man sollte auch in die richtige Richtung gucken, sonst ist es doof. Interessant finde ich, dass die durch massive Sachen durchfliegen können. Was sind das für Geisterviecher? Ich mache erstmal voll. Ich fühle mich erstmal ab, ganz entspannt. So. Einfacher kommst du nicht an Energie dran. Außer wenn irgendwo so ein kaltes Buffet rumliegt. Aber wenn irgendwo ein kaltes Buffet mit Energie rumliegt, dann hast du einen Großteil danach auch wieder los. Ist ja so eine Sache, die kennt man ja auch spielen. Wenn irgendwas umsonst ist, darfst du gleich kämpfen. High-Quality-Content. Ja. Ich mache heute nichts anderes mehr, also bleibt jetzt dabei. Aber tatsächlich würde ich dann so um 10:45 wieder auf Octopath umsteigen. Wenn wir hier dann irgendwann mal so einen Speicherpunkt kriegen. Bing Exploit. Komm, jetzt noch hier 10 Punkte. Nein, keine Raketen. Gibt nichts mehr. Ist alle. So. Der wiederholt sich die ganze Zeit die Szene. Ja, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ist komisch. Ah, da ist aber drin. Gewesen. So, gibt es sonst noch irgendwas? Aua! Scheiß Block. Ungesund. Alter. Okay, hier geht's nicht weiter.
Kann ich hier jetzt nicht hochspringen, ernsthaft? Was kann ich denn? Nö. Kann ich denn im Ach so. Machen wir es halt so. Auch okay. Trau dem Viech nicht. So. Ja, aber sicherlich auch Raketen im Angebot, oder? Ja, jawohl. Solide. Ah ja. Frau. Die lässt sich gern dippen, ich sehe da schon. Dankeschön. Ja gut. Der Dipper. Oh. Ja gut. Mehr Glück als Verstand. Aber das ist bei mir normal. Gibt's hier noch was? Rijo, der Verwirrte. Hä? Warum kann ich hier lang? Erstmal, wo bin ich hier und B, wo muss ich hin? Wo bin ich denn lang gelaufen? Ich bin jetzt irgendwo da. Ich erkenne hier nichts. So, da habe ich die Bombe gekriegt. Missiles. Bombe.
Stimme? Ich hab mich verlaufen. Ich weiß nicht, wo ich bin. Verdammt, irgendwas Grünes. Das da. Da bin ich. Aha. Zumindest gedacht. Ah. Ha, 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 ha. Komm zu mir, mein Schatz. Ah, nee, nicht du. So, wo sind wir jetzt? Okay, hier geht's nicht weiter. Halt, da war meine Ausfahrt. Hm. Sieht ja einfach jeder Raum gleich aus oder wachen wir hier schon mal? Oh, hör auf! Ich war mal schon mal. Verdammt. So, ich habe die Bombe her. Hab ich jetzt einmal oben rumgelaufen, nur um hier wieder hinzukommen? Ach so ist das. Ach so. Ach so. Ach so. Das heißt, ich gehe jetzt nach unten und dann okay. Oh, Bruder muss los. Tschüss. Ja. Also ich habe nirgendwo eine Karte so dringend gebraucht wie bei Metroid bisher. So, mal hier sind wir schon mal durch. War hier drunter jetzt noch was? Nein, war nicht. Nicht mal irgendwas Geheimes. Okay, dann fiel mir jetzt nur noch der Raum ein, wo wir relativ am Anfang waren. Anfang. Ja, da habe ich aber keine gekriegt. Und moin.
Hup. Hup. Oh. Hm. Ach nö, nicht dippen. Nicht schon wieder dippen. Nein! Oh, Frau. Ja, geh halt schwimmen in der Scheiße. Ist okay. Ach. Das ist ein Dip-Dap. Tschüss. Och, wie weit ist es denn noch? So, jetzt sind wir relativ straight zurück. Wo ging es jetzt nochmal hin? War das hoch oder runter? Ich glaube, es war runter. Oh. Schmerz. Aber was man hier für Wege zurücklegen muss. So, denn nun kann ich hier diese Blöcke wegmachen. Endlich. Gucken wir nochmal, was hier ist. Wo kommen wir denn jetzt hier hin? I, was ist das? Ich gehe wieder. So, gibt's noch was anderes? Kann man nur runter? Ja. Ja, dann gehen wir doch mal runter. Ich bin sehr überzeugt von diesem Gebilde da. Das stimmt nicht sicher. Die Musik klingt schön entspannt. Mal gucken, wie lange noch. Ihh, was ist das denn? Ein Glubsch. Es ist ein Glubsch. Moment mal. Wichtigste Frage zuerst. Gibt es hier irgendwo, gibt es hier überhaupt Speicherpunkte?
Ist das das Ding hier? Da muss man halt den ganzen Weg immer noch mal laufen. Statue Room. Ich glaube, es gibt tatsächlich keine Speicherpunkte. Na gut. We can deal with this. Hallo? Ah, die Musik ist echt schön. Yeah. Immer erstmal alles auf Abstand bekämpfen. Erstmal sprayen. Oh ja. Das ist gut. Das habe ich wieder sehr gut gelöst. Hey, komm, jetzt steht. Alter, jetzt steht. Hallo. Danke. Ja. Warum startet man immer mit 30 Leben? Das ist doch voll frustrierend. Ist hier irgendwas zum Farmen? Ja nun. Gut, gucken wir uns erstmal in der Mitte um. Auch okay. Keine Energie. Was machen die auch für einen Schaden, ey? Mann! Das ist nicht gut. Aber jetzt mal, gerade mal, bei der Chroma Key, wirkt sich der Chroma Key echt auf die Pflanzen aus? Was? Warum? Ach so, ich weiß warum. Oh, Moment. Na, guck mal, Gras. Ich bin ein guter Streamer. Ich weiß, was ich tue. Call 911 now. Nicht mehr Energie droppen, das ist doch. Hm.
Nicht dein Ernst. Ist abartig. Was geschieht hier? Wie man möglichst oft in Metroid stirbt. Von mir. Es wird Zeit für Octopath. Ja, ich glaube auch. Ja, ist klar. Meine Overlays sind verrückt. Was? Mhm. Wo? Hä? Ach so. Ja. Ich bin ein guter Streamer, ich weiß, was ich tue. So. Metroid Dark Souls Edition. Fühlt sich ein bisschen so an, ja. Ich geh jetzt einfach nochmal hinter Tor 1. Mit Raketen im Anschlag. Let's dip Samus together. Es ist eine Qual. Es ist eine Qual. Muss ich mir jetzt echt nochmal. Ich geh jetzt nach oben, tank mich voll und komm dann wieder runter und mach dann Safe State. So. Habe ich gedacht. Aber ich glaube, das war damals, jetzt würde ich es mal grob behaupten, dass sowas gang und gäbe war, dass man sich da irgendwo einen Punkt gesucht hat, wo man sich dann relativ vernünftig wieder aufladen kann. Wenn man
an gewissen Stellen gegen die Gegner, die da sind, mit 5 Leben nicht weit kommt. Ist jetzt meine Einschätzung. Muss nichts bedeuten. Aber würde ich jetzt behaupten. Sonst wäre es der übelste Sorte nervig. Hallo. Läuft. Ich weiß zwar nicht wohin, aber läuft. So. Na komm, na komm. Paddy, hey, schönen Abend. Vielen Dank fürs Hosten. Na, oh, bist du bei Subnautica in die Untiefen gekommen? Ich hab leider nicht lange reingucken können. So. Boah, so verrissen. Ey, das, was ich hier an Raketen wegballer, um ein paar Leben zu kriegen. Ja, gut mit dem Farmen. Ja, ich bin Pro. Ja. So, ein Container haben wir schon mal voll. Wenn er immer runterkommt, ist gut. Das ist ja noch einfacher. Ich mach das so. Ha! Mir fehlt so eine blöde blaue Tafel. Ja, nun. Die Tafel. Die kann man wo finden. Ne, wahr? Wo gab's die nochmal? Ah, ich glaube, ich weiß wo. Aber ich sag's dir nicht. Ha! Die Tafel der Ritterrunde, genau. Hast du es erfasst? Heute nur farmen. Mehr nicht. Ja, wie gesagt, gegen halb wollte ich dann auf Octopaths Travelatz umsteigen. So. Aber quasi nochmal Vorarbeit leisten für Donnerstag, dass wir hier mit einigermaßen gestärkten Energiesystem durch die Gegend laufen. Dim. Gleich haben wir's. Gleich können wir wieder runtergehen. Oh Gott. Doch. Ey, solche Witze jetzt echt. Die Pharmaindustrie. Ich unterstütze den lokalen Anbau von Energiepuppeln. Also von daher. Thank you.
Halt, mitkommen. Dim. Ich glaube, ich werde jetzt einfach nicht mehr lang fackeln, wenn... Ja. Ja. So. Wenn ein Gegner ist, der gefährlich aussieht, dann packe ich die Raketen aus. Das ist er für mich auch. Du hast mich nicht sterben sehen die letzten 15 Minuten. Das ist auch mein erster Durchgang. Also, never played before. Aber ich würde es gerne. Also bist du auch der Punmaster, ne? Du hast es halt drauf. Halt. Oh, da setzt den Popel halt da oben hin. Ist okay. Dieser Petri, ja. So, komm, den Rest holen wir auf dem Weg. So, folgendes. Ich war jetzt total desorientiert. Wo muss ich hin? Ach ja. Ich erinnere mich. Ich bin ja auch wahrscheinlich nur einigermaßen... Ich komme hier einigermaßen gut durch, weil ich Safe States machen kann. Sonst wäre das für mich hier unspielbar. Hui. Bounce. 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 Bounce die Knochenjägerin. Autsch. Autsch. So, jetzt gucke ich gleich nochmal nach, weil ich meine, hier müsste irgendwo ein Energietank gewesen sein. Den würde ich mir, wenn es geht, gerne noch holen. Da. Auf der zweiten Ebene. Ich bin gespannt. Das funktioniert. Aber erst einmal. Safe State. So. Weil ich keinen Bock habe, dieses Prozedere die nächsten 1000 Jahre durchzumachen. Ja, okay, schubst mich zurück. Alles klar, danke, tschüss. Nein! Oh. Nein, doch, oh. Schweig. Oh shit. Boah, klappt das? Das klappt nicht. Das klappt. Autsch. Jo. Tadellos.
Und nun? Ist hier Ende? Schaden machen die denn? Hä? Ich komme nicht mehr weg. Was? Ist da noch so ein Dings. Ach, fies. Das ist nämlich noch ein zweiter Gang. Aussagen dazu. Kann ich das so rüberjumpen? Es ist schwierig. Ich glaube, das ist besser. Oh, ja, dip halt noch mal. Dip noch eine Runde. Oh, Mann. Ja. Hey. Jetzt habe ich da natürlich kein Safe State gemacht, ne? Toll. Was ist da los? Ja. Ich mache es kaputt. Scheiße. No, it's not good quality lava. It's bad quality lava. Wupp, weg. Was ist mein Cheater-Button hier? Ich bin kein Experte, aber ich würde sagen, das bringt mich nicht weiter. Ich finde schön, dass das Viech da oben überhaupt nichts macht. Mann, spring doch nicht immer in die Lava. Ich weiß, Samus ist ein heißes Teil, aber das brauche ich echt nicht. Ich will doch nur auf die andere Seite. Mann. Gemein. Das Mobbing ist das.
Und schon wieder fast tot. GG. Ich will jetzt andere Ufer, ja? Kannst du mir dabei helfen? Und geh halt immer aus der Tür raus. Ist auch okay. Ich fürchte nein. Würde ich jetzt mal grob behaupten. Furchtbar. Einfach furchtbar. Vor allem, ich weiß auch gerade nicht, wo ist es schlimmer lang zu gehen? Hier oder drüben? Das ist beides Kot. Da schrillen die Alarmglocken, vor allem. Ich hab Zeit. Ja. Ich hoffe inständig, dass es hier nicht nur den Missile Tank gibt, den ich eh schon habe. Och, jetzt geh doch nicht wieder dippen. Och. Tschüss. Ey. Freunde, ich glaube, es reicht für heute. Ich wusste, es wird nicht einfach. Es wird nicht schön anzusehen und es wird vermutlich ein Krampf. Aber dass der Krampf so früh kommt, das habe ich nicht gedacht. Na gut. Wir machen beim nächsten Mal hier weiter. Beim nächsten Mal wird dann vermutlich Donnerstag sein. Ich werde jetzt eine kurze Pause reinschmeißen. Den Stream kurz restarten müssen. Und dann geht's weiter mit Octopaths. Octopaths Travelers. Ne war, ne war. Alles klar. So. Kann ich das Gedudel jetzt mal ausmachen? So. Feierabend. Nein, in der Türpassage ist man offenbar nicht unverwundbar. Muss ich gerade schmerzlich feststellen. Sad. Very sad. Naja, gut. Machen wir gerade Pause
Und gleich geht's weiter mit, beziehungsweise ich mache jetzt Pause, dann tausche ich einmal und dann. Ihr kennt den Scheiß. Alles klar, bis gleich.